Willkommen beim Promi-News-Kanal. Heute senden wir Ihnen weiterhin die neuesten Informationen der letzten 24 Stunden. Florian Silbereisen und Helene Fischer, Schluss mit der Freundschaftsshow. Helene Fischer, fieser Verrat an Florian Silbereisen. Helene Fischer hätte bei Florian Silbereisen ein strahlendes Comeback feiern können, doch offenbar ist ihr Ex der Schlager-Queen nicht mehr gut genug, um ihre neuen Songs zu präsentieren. Das Timing wäre perfekt gewesen, doch die Königin der Schlagerszene ließ sich bei keiner der beliebten TV-Sendungen ihres Ex blicken, um ihre neuen Songs zu präsentieren. Helene verfolgt lieber eigene Pläne, ihr sehnsüchtig erwartetes Comeback findet ohne Florian statt. Deutlicher kann man seiner einstigen großen Liebe nicht die kalte Schulter zeigen, und vielleicht wollte sie ja auch Schluss machen mit der ewigen Freundschaftsshow. Helene Fischer, will sie Florian Silbereisen nicht an ihrem Erfolg teilhaben lassen? Die Schlager-Queen lässt sich überraschend viel Zeit für ihre Rückkehr auf die große Bühne, zieht dafür aber alle Register. Mit einem Megakonzert der Superlative vor 150.000 Zuschauern, aber erst im Sommer 2022. Dabei hätte Helene doch zusammen mit Star-Entertainer Flori schon jetzt Gas geben können, direkt nach Veröffentlichung ihrer neuen Single, Vamos Amarte. Doch statt in seiner Schlagerstrandpartie oder kurz darauf bei der Schlager-Challenge 2021 für eine Sensation zu sorgen, tauchte sie ab. Dabei wäre das eigentlich die beste Gelegenheit gewesen, ihr neues Album zu präsentieren. Und gleichzeitig ein schönes Geschenk für Flori, dem ein Helene-Auftritt garantiert Rekordquoten beschert hätte. Doch trotz der von beiden immer wieder beteuerten Freundschaft scheint die Sängerin lieber ihr eigenes Süppchen zu kochen, als ihren Ex an ihrem Erfolg teilhaben zu lassen. Dabei ist er doch mittlerweile sowas wie Chefgastgeber der Schlagerwelt, jeder will in seine Shows. Nur Helene geht ihm offenbar aus dem Weg, eine deutliche Botschaft, wohl auch ein Stich ins Herz für Florian. Denn nach der langen gemeinsamen Zeit, in der auch ihre Karrieren untrennbar miteinander verbunden schienen, dürfte ihm Helenes Missachtung wie bitterer Verrat vorkommen. Eine gute Freundin braucht Florian im Moment sowieso dringend. Denn er selbst musste gerade eine bittere Enttäuschung verkraften. Club 3, Florians Band mit Jan Smit, 35, und Christoph de Bolle, 45, scheint vor dem auszustehen. Jedenfalls lassen das Aussagen vermuten, die Jan Smit nun in einem Interview in den Niederlanden getätigt hat, wie es mit Club 3 weitergeht, weiß ich nicht. Vorläufig ist nichts geplant, ich weiß sicher, dass ich nicht mehr 250 bis 300 Tage in Deutschland auf Tour sein werde.